Johannes behauptet, ich kenne mich mit den Dramen von Friedrich Schiller besser aus als Schauspieler Mario Adorf. Johannes und Mario Adorf müssen immer abwechselnd an einer von Schauspielern dargestellten Szene erkennen, um welches Schiller-Drama es sich handelt, wer die agierenden Figuren sind und in welchem Akt die Szene spielt. Wer aus den jeweils vier Werken mehr richtig erkennt, gewinnt das Duell. Johannes beginnt. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los! Wer frisch umherspäht mit gesunden Sinnen, auf Gott vertraut und jede Gelenke Kraft, der ringt sich leicht aus jeder Fahr und Not. Den schreckt nicht der Berg, der darauf geboren. Jetzt, meine ich, hält das Tor auf Jahr und Tag. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Wo gehst du hin? Johannes, so viel dazu? Das ist aus Wilhelm Tell, der dritte Akt. Und da spricht Wilhelm Tell mit Hedwig Tell. Das stimmt. So, der erste Punkt für Johannes. Die erste Szene für Mario Adorf. Meine Herren, bitteschön. Was ist der langen Rede kurzer Sinn? Dass der Respekt, die Neigung, das Vertrauen, das uns dem Friedland unterwürfig macht, nicht auf den ersten Besten sich verpflanzt, den uns der Hof aus Wien herübersendet. Ja, das ist, glaube ich, Gerstenberg, der Gesandte des Kaisers, mit Butler, glaube ich. Mhm. Ja. Und zwar, was muss ich noch sagen? Das ist das also Stück im, das und ist der Akt. Also im Piccolomini, würde ich sagen, und im ersten Akt. Das ist richtig. Das stimmt. 1:1. Nächste Aufgabe für Johannes. Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben. Weißhaft. Unverbesserlich herrlich. Nach 30 Jahren die erste Vorstelllesung wieder. Schade nur, dass mein 50-jähriger Kopf zu zäh fürs Lernen ist. Da darf ruhig applaudiert werden. Johannes? Das ist Kabal und Liebe, der erste Akt. Und da spricht Ferdinand von Walter mit seinem Vater, dem Präsidenten von Walter. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das stimmt. Zweiter Punkt für Johannes und zweite Aufgabe für Mario Adorf. Es ist die schönste Hoffnung, doch es ist nur eine Hoffnung. Und mein Herr wünscht mehr. Was wünscht er? Das gleiche Zeichen weist auf gleiche Pflicht, auf gleiche Dienstbarkeit. Ein Ring macht ihn und Ringe sind's, die eine Kette bilden. Ja, ich glaube, das war Maria Stuart. Ja. Die Rollen sind Elisabeth und der Gesandte Frankreichs. Welcher Akt das ist, ich tippe auf den zweiten, ja. Weiß es aber nicht. Der zweite Akt stimmt. Aber? Ja, nichts aber. Okay. Alles gut. Alles richtig. Es bleibt ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es steht 2:2. Und die dritte Aufgabe für Johannes. Komm herab, der Tag bricht an und Maß regiert die Stunde. Es ist nicht gut mehr operieren. Komm, wir wissen genug. Nur noch die Venus lass mich betrachten, Hoheit. Eben geht sie auf. Wie eine Sonne glänzt sie in dem Osten. Oh.
Es sind in der Tat kurze Auszüge. Das ist aus Wallenstein, Wallensteins Tod. Ja. Der erste Akt. Ja. Und da spricht Wallenstein, der Herzog von Friedland, mit Seni, dem Astrologen und Leibarzt von Wallenstein. Das ist richtig. Der Punkt geht an Johannes. Er führt 3-2. Aber die nächste Chance für Sie, lieber Mario Adolf. Nicht an die Güter hänge dein Herz, die das Leben verbindlich zieren. Wer besitzt, der lerne verlieren. Wer im Glück ist, der lerne den Schmerz. Was soll ich hören? Was verhüllt dies Tuch? Bei mir ist was angekommen. Ich habe was gespürt. Ich würde sagen, Räuber, Franz Mohr und Amalie. Heißt sie so? Welcher Akt, da bin ich also ganz überfragt. Aber trotzdem sagen wir mal, das ist wahrscheinlich der zweite Akt. Mhm. Johannes, was ist deine Meinung? Das ist Braut von Messina. Braut von Messina? Ach, wunderbar. Ja. Ja, kein Punkt für Johannes in dem Falle, aber er hat recht mit dem, was er sagt. Braut von Messina. Ja, Johannes, eine haben wir noch. Ja. Liebe kennt der allein, der ohne Hoffnung liebt. Oh, still, das klingt ja fürchterlich. Und freilich scheint dieses Schicksal Sie vor allen anderen und vollends heute zu verfolgen. Das ist Don Carlos, der zweite Akt. Da spricht Don Carlos mit der Prinzessin von Eboli. Das stimmt, was Johannes sagt. Richtig. Damit haben wir eine Entscheidung im Schiller-Duell. Johannes und Mario Adorf.